Die Erde vor 400 Millionen Jahren. Bis die ersten Dinosaurier auf der Bildfläche erscheinen, werden noch gut 150 Millionen Jahre vergehen. Bis dahin gehört das Land den Pflanzen und ein paar seltsamen, meist eher kleinen Tieren. Die größten europäischen Libellen haben eine Flügelspannweite von 70 cm. Sie haben ein bemerkenswertes Außenskelett, das ihren Körper stabilisiert, ein sogenanntes Exoskelett. Diese stabile, vielseitige Schutzhülle passt sich den Anforderungen der jeweiligen Spezies an. Lebt sie an Land, ist sie undurchlässig. Lebt sie im Wasser, ist sie durchlässig, damit das Insekt unter Wasser atmen kann. Das Exoskelett kann massiv und widerstandsfähig sein, um Angriffe abzuwehren. Oder ganz leicht, um Schweben oder Fliegen zu ermöglichen. Dieses Skelett ist stark und dennoch flexibel. Daraus können Schmetterlingsrüssel, Beinchen und Flügel entstehen. Ob Flügel oder nicht, eines haben alle Insekten gemeinsam. Sie krabbeln auf 6 Beinen. Diese Orchidee, eine Hummelragwurz, imitiert Form, Farbe und Duft einer Hummel. Wie erfolgreich sich die listige Pflanze vermehren kann, hängt davon ab, wie überzeugend sie eine weibliche Hummel imitieren kann. Sie hat es nämlich auf den Kerl abgesehen. Ist die Täuschung perfekt, lockt die Blume eine männliche Hummel an. Das Insekt trägt einen gelben Schnurrbart aus Blütenpollen von einer anderen Pflanzenart, mit der die Orchidee so ihre Gene kreuzt. Das Hummelmännchen landet und befruchtet die Blume, während es vergeblich versucht, sich mit dem vermeintlichen Weibchen zu paaren. Die Orchidee hat das Insekt ausgetrickst, aber davon profitieren beide. Zwischen Pflanzen und Tieren sind einige untrennbare Partnerschaften entstanden. Es ist ein Geben und Nehmen. Beispielsweise Unterschlupf gegen Schutz. Der Novatero ist ein Baum, der in den riesigen Feuchtgebieten im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso gedeiht. Das hat er zu einem großen Teil bissigen Ameisen zu verdanken, die lokal als Formiga novatera bezeichnet werden. Nach dem Baum, auf dem sie sich aufhalten. Und den sie erbarmungslos verteidigen. Wer sich dem Baum nähert und versucht, seine Blätter zu essen oder ihn einfach nur berührt, wird von einem wütenden Heer unzähliger Ameisen angegriffen. Ihr Biss ist sehr schmerzhaft und kann je nach Menge sogar gefährlich werden. Insekten und Pflanzen pflegen lange und fruchtbare Beziehungen, in denen sie sich aufeinander verlassen. Davon profitieren auch alle anderen Lebewesen auf der Erde.
Ohne Insekten gäbe es keine Pflanzen und damit kein Leben, wie wir es heute kennen. Die Anpassung von Pflanzen und Insekten begann vor rund 100 Millionen Jahren. Seither gab es sowohl in der Flora als auch in der Fauna zahlreiche Veränderungen und unzählige neue Arten, die untrennbar miteinander verbunden sind. Insekten bestäuben Blüten und sind somit unverzichtbar für das weltweite Ökosystem und damit natürlich ebenfalls für die Landwirtschaft. Dieser Befruchtungsservice würde geschätzte 100 Milliarden US-Dollar kosten, wenn der Mensch das übernehmen müsste. Keine Frage, wir sind auf die Insekten angewiesen. Dennoch bringen Insekten nicht nur Gutes. Sie ernähren sich von Pflanzen, und zwar von jedem Teil der Gewächse, egal ob Wurzeln oder Blätter, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wie bleibt das Gleichgewicht erhalten? Wer kontrolliert die Insekten? Warum kommt es nicht ständig zu verheerenden Plagen? Zum Pech für die Insekten sind sie die Lieblingsspeise vieler Tiere und eine wichtige Nahrungsquelle für alle, die sich von tierischen Eiweißen ernähren. Doch sie sind keine leichte Beute und lassen sich nur von echten Spezialisten fangen. Reptilien und Amphibien sind hervorragende Insektenjäger. Diese Kröte patrouilliert an den Grenzen ihres Reviers. Aber hier findet die Amphibien nichts Fressbares mehr. Also muss sie auf Risiko gehen und ein Stück weiter wandern. Der Sommer neigt sich dem Ende, aber es ist immer noch sehr heiß. Diese Heuschrecken leben in Gebieten mit trockenem Granitsand und sind farblich dem Boden angepasst, auf dem sie umherlaufen und springen. Fast wirkt es, als seien sie mit Quarz, Feldspat und Glimmerpartikeln bemalt. Wenn sie sich bewegen, können sie sich untereinander sehen und verständigen. Ansonsten sind sie praktisch unsichtbar. Ist ein potenzieller Feind in der Nähe, bleiben sie ganz still stehen und verlassen sich auf ihre Tarnung. Wegspringen kommt nur in höchster Not in Frage, denn es ist riskant. Diese Heuschrecke hat die Gefahr nicht bemerkt. Fast hätte ihre Unaufmerksamkeit sie das Leben gekostet. Aber im Moment des Hochspringens breitet sie ihre leuchtend blauen Flügel aus und warnt so die anderen um sich herum, die daraufhin ebenfalls davonspringen. Obwohl es schwierig ist, Insekten zu fangen, gelingt es Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren, sich von ihnen zu ernähren.
Aber die größten Fressfeinde der Insekten sind ihresgleichen. Die besonderen Anforderungen bei der Jagd erfordern außergewöhnliche Werkzeuge und Fähigkeiten. Das zeigt sich zum Beispiel am Ameisenlöwen. Dank seines Körperbaus und seines Verhaltens hat dieses seltsame Lebewesen eine sehr listige Art zu jagen entwickelt. Und sie ist nahezu perfekt. Der Ameisenlöwe sucht sich eine Stelle am sandigen Boden, der möglichst gut vor Regen geschützt ist. Am besten geeignet ist ein Ort, an dem Insekten vorbeiwandern. Eine Ameisenstraße wäre ideal. Der Ameisenlöwe bohrt sich im Rückwärtsgang spiralenförmig in den Boden und schleudert ständig Sandkörner hoch. Dabei benutzt er Kopf- und Kieferzangen als Schaufeln. So entsteht ein Trichter, je nach Größe des Tieres bis zu 10 cm breit und rund 5 cm tief. Sobald er fertig ist, verschwindet der Ameisenlöwe im Sand und legt sich auf die Lauer. Dies ist sein Unterschlupf und gleichzeitig eine tödliche Falle. Hier wartet er bewegungslos und unsichtbar, bis eine unvorsichtige Ameise den steilen Hang hinunterfällt, den er angelegt hat. Der verzweifelte Fluchtversuch der Beute erzeugt Vibrationen, das Signal für den Ameisenlöwen, mit Sand zu schmeißen. So rutscht sein Opfer immer tiefer in den Trichter, in Richtung seiner wartenden Kieferzangen. Und im richtigen Moment schlägt der Jäger erbarmungslos zu. Der Ameisenlöwe injiziert seiner Beute ein lähmendes Gift und Verdauungsenzyme, die deren Körperinneres vollständig auflösen. Dann saugt er sie aus, bis auf den letzten Tropfen. Hier wird nichts verschwendet. Rund 30 Minuten später ist nur noch die ungenießbare leere Hülle aus Chitin übrig. Der Ameisenlöwe wirft sie aus dem Trichter hinaus und wartet in Ruhe ab, bis ihm das nächste Opfer in die Falle geht. Der Ameisenlöwe wirkt auf den ersten Blick extrem außergewöhnlich.
Aber eines hat er mit vielen anderen Insektenarten gemeinsam. Die Metamorphose. Also die Verwandlung der Larve in ein völlig anderes, erwachsenes Tier. Insekten haben eine clevere Überlebensstrategie. Ihr Nachwuchs ernährt sich aus anderen Quellen als die Erwachsenen. So müssen sie nicht um Ressourcen konkurrieren und es ist genug für alle da. Und wenn sie noch dazu in verschiedenen Ökosystemen leben, umso besser. Das sind Mückenlarven. Sie ernähren sich von organischem Material, das sie aus dem Wasser filtern, in dem sie heranwachsen. Sie führen ein völlig anderes Leben als ausgewachsene Mücken. Erst wenn sie weit genug entwickelt sind, verlassen sie das Wasser und betreten eine ganz neue Welt in einem völlig anderen Körper. Unter Mückenmännchen und Mückenweibchen gibt es keine Konkurrenz um Nahrung, denn die Männchen ernähren sich von Blütennektar, während die Weibchen das Blut anderer Lebewesen trinken. Hört sich blutrünstig an, ist aber überlebensnotwendig. Denn das Weibchen braucht die Proteine, die es seinen Wirten abzapft, um Eier zu produzieren und sich fortzupflanzen. Viele Insekten durchlaufen während ihrer Entwicklung eine Metamorphose. Auch bei Schmetterlingen ist die Raupenphase, in der sie fast ausschließlich fressen, strikt von der späteren adulten Phase getrennt, in der sie geschlechtsreif sind. Durch diese Trennung sind die Fähigkeiten der Tiere optimal ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe angepasst. Das erhöht die Überlebenschancen. Die Flügel eines Schmetterlings sind nicht nur schön anzusehen, sondern ermöglichen es ihm, in erster Linie neue Gebiete zu erobern und sich zu verbreiten. Wer nicht gesehen wird, wird nicht gefressen. Dieses Motto beherzigen sowohl Wirbeltiere als auch Wirbellose und versuchen möglichst wenig Aufsehen zu erregen.
einige wenige können sich förmlich unsichtbar machen. Ihr Schlüssel zum Erfolg? Eine gute Tarnung und die Fähigkeit, Stunden oder sogar tagelang völlig regungslos zu bleiben. Das größte bekannte noch lebende Insekt gehört zur Familie der Phasmiden. Eine Stabschrecke auf Borneo mit fast 57 cm Körperlänge. Nur die Urlibellen der Devonzeit waren noch größer. Stabschrecken und ihre Verwandten, die sogenannten wandelnden Blätter, können derart groß werden, weil sie in ihrer Umgebung dennoch unsichtbar bleiben. Gute Tarnung hält zwar Fressfeinde fern, aber wie finden diese Tiere einen Partner, wenn er oder sie wie ein x-beliebiger Zweig aussieht? Und wie vermeiden sie lebensgefährliche Verwechslungen? Wie die meisten Insektenarten bemerken Phasmiden die Anwesenheit von Artgenossen sehr deutlich, nämlich durch Pheromone. Die speziellen chemischen Botenstoffe können nur sie erkennen und entschlüsseln. Das Pheromon, das die Weibchen für Männchen sichtbar macht, wirkt sogar über mehrere Kilometer Entfernung, während es für den Rest seiner Umgebung weiterhin vollkommen unsichtbar bleibt. Es ist beeindruckend, wie sehr sich diese seltsamen Insekten im Lauf der Evolution ihrer Umgebung angepasst haben. Aber noch faszinierender ist die Strategie der Männchen, mit der sie sicherstellen, dass nur ihre Gene sich durchsetzen. Vor der Paarung reinigen viele Insekten die Geschlechtsöffnungen des Weibchens, um mögliche Spermien eines früheren Verehrers zu beseitigen. Um sicherzustellen, dass auch wirklich ihre Nachkommen ausgetragen werden, verharren die Phasmidenmännchen so lange in der Paarungsstellung, bis die Eier im Weibchen herangereift sind. Dieser Prozess kann wenige Tage, aber auch mehrere Wochen dauern. Sobald das Weibchen bereit ist, die befruchteten Eier abzulegen, löst sich das Männchen aus der Verbindung. Die Eier der Stabschrecken ähneln Pflanzensamen, eine weitere geniale Strategie dieses Insekts. Denn mit etwas Glück tragen Ameisen am Boden sie in die Speicherkammern ihrer warmen Nester, wo sich der Nachwuchs gut entwickeln und schließlich schlüpfen kann. Dann macht sich die neugeborene Stabschrecke, getarnt mit dem Duft der Ameisen, auf die Suche nach ihrer eigenen Pflanze, auf der sie leben wird. Natürlich paaren sich nicht alle Insektenarten Tage oder Wochen lang. Oft geht es sehr viel schneller. Hier bekommt der Ausdruck Quickie eine neue Dimension.
Ein, zwei, drei, vier Sekunden. Das war's auch schon. Neues Leben kann entstehen. Einige Insekten paaren sich sogar in der Luft, während des Fliegens. Libellen sind sehr wendig und schnell. Dank ihrer zwei Flügelpaare, die sich unabhängig voneinander bewegen lassen, können sie waghalsige Manöver vollführen. Und das sogar im Tandemflug. Dass sich ein Paar perfekt synchron bewegen kann, liegt daran, dass einzig das Weibchen entscheidet, in welche Richtung und in welcher Höhe geflogen wird. Das Männchen kümmert sich derweil nur um die Befruchtung und lässt sich von seiner Partnerin führen. Nach oben, unten, rechts oder links. Es fügt sich ganz dem Rhythmus des Paarungstanzes. Unter den Männchen einiger Insektenarten herrscht scharfe Konkurrenz. Bei den Hirschkäfern scheint es noch dazu einen enormen Überhang an Männchen zu geben, sodass jedes Weibchen besonders hart umkämpft ist. Wenn sich zwei Rivalen gegenüberstehen und keiner von beiden zurückweicht, versuchen sie, den jeweils anderen vom Baum zu stoßen. Dabei verletzen sie sich allerdings eher selten, denn ihre Waffen sind so konzipiert, dass sie kaum Schaden anrichten. Dank ihrer Verästelungen berühren die Geweihe den Panzer des gegnerischen Männchens meist nur leicht. Trotzdem lässt dabei gelegentlich einer der Kontrahenten sein Leben. Der Sieger sichert sich eine begehrte Futterstelle, an der ihn schon ein paarungsbereites Weibchen erwartet. Er ziert sich ein wenig, aber letztlich finden doch beide zueinander. Bis zu 3 Tage lang bleiben sie vereint. Marienkäfer gehen das Liebesspiel behutsamer an als ihre gehörnten Verwandten. Tatsächlich sind sie keine Kämpfer, zumindest nicht im Zusammenhang mit der Paarung oder einem Territorium. Marienkäfer können fliegen und haben offenbar kein Problem damit, im Zweifelsfall einfach davonzuschwirren,
und andernorts nach einer Partnerin Ausschau zu halten. An Marienkäferweibchen herrscht kein Mangel. Selbst wenn zwei Männchen um die gleiche Dame buhlen, wird das Problem gewaltfrei gelöst. Auf ihrem Rücken. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Balanceakt. Bei dieser Käferart hingegen hängt der Fortpflanzungserfolg von den Qualitäten in der Ballführung ab. Der Mistballführung. Die kleinen Kugeln zu formen ist noch relativ einfach, aber sie von A nach B zu rollen, ist eine Herausforderung. Der Boden ist voller Stolperfallen und Hindernisse. Am kompliziertesten ist es aber, sich am Ball gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wer sich behaupten kann, darf das kostbare Rund in eine unterirdische Brutkammer bringen und ein Ei darauf ablegen. So ist der Nachwuchs mit Nahrung versorgt, bis er das Erwachsenenstadium erreicht. Die Entwicklungsgeschichte der Käfer ist eine wahre Erfolgsstory. Die Coleoptera, so ihr wissenschaftlicher Name, zählen heute weit über 300.000 Arten. Zum Vergleich, Fische kommen nur auf etwa 30.000, Vögel auf rund 10.000 Arten. Und von uns Säugetieren gibt es lediglich 5.500 Arten. Nichts im Vergleich zu den hunderttausenden Käferarten. Nur eine andere Ordnung der Insekten kommt an diese Vielfalt heran. Schmetterlinge. Von ihnen existieren rund 160.000 Arten. Ameisen sind nicht so vielfältig, dafür aber weit zahlreicher als Käfer und Schmetterlinge. Jeder Winkel der Erde ist von Billionen Ameisen bevölkert. Schätzungen zufolge wiegen alle Ameisen zusammen genauso viel wie die gesamte Menschheit. Auf jeden Menschen kommen etwa 1 Million Ameisen. Viel wichtiger als ihre Anzahl ist aber ihr Fleiß, denn ihre Aktivitäten haben entscheidende Auswirkungen auf fast jedes Ökosystem. Ameisen sind Kadaversammler, Pflanzenbestäuber und sogar Jäger. Und ihre unterirdischen Bauten tragen dazu bei, den Boden zu belüften. Blattläuse sind eindeutig vermehrungsfreudiger als Ameisen und daher auch zahlenmäßig überlegen. Aber vor allem sind die beiden Arten Verbündete. Sie leben in Symbiose. Im Austausch für Nahrung kümmern sich die Ameisen um die Blattläuse und beschützen sie. Blattläuse scheiden eine energiereiche, zuckerhaltige Substanz aus, den sogenannten Honigtau. Für ihren Organismus ist er nicht verwertbar, aber Ameisen lieben diesen süßen Saft, den sie von den Blattläusen abmelken. Er ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung. Allerdings kann nicht einfach irgendeine Ameise daherkommen und sich bedienen. In der Regel sind nur 2 oder 3 Ameisen für das Melken verantwortlich. Sie verteilen den Honigtau dann mit süßen Küssen an ihre Mitstreiter. So
So verhindern sie, dass sich Angehörige anderer Ameisenstaaten an ihrer Läuseherde gütlich tun. Aber woher wissen die Blattläuse, an wen sie ihren süßen Saft abgeben dürfen und an wen nicht? Das ist, wie so vieles, bisher nicht eindeutig geklärt. Klar ist nur, Ameisen sind perfekt organisiert. Die Ameisengesellschaft ist in Kasten unterteilt. Die einen suchen nach Nahrung, andere arbeiten an der Vergrößerung des Nestes und wieder andere sind für die Betreuung der Larven zuständig. Ganz in ihrer Nähe, in der tiefsten und bestgeschützten Kammer, legt die Königin unermüdlich Eier ab, um ihre Kolonie zu erweitern. Ameisen sind sehr ausdauernd und beeindruckend stark. Sie können problemlos das 20-fache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Sandkorn für Sandkorn bewegt die Kolonie enorme Mengen an Erde. Genug, um den Boden mit Sauerstoff anzureichern. Ihre riesigen labyrinthartigen Nester reichen bis zu 8 Meter in die Tiefe. Allerdings gibt es auch Ameisen, die gar kein Nest bauen. Wanderameisen errichten stattdessen immer neue Straßen, Brücken und Tunnel entlang ihrer Route. Die meiste Zeit des Jahres verbringen sie als Nomaden, die ihr Lager immer wieder woanders aufschlagen. Dabei halten sie einander an den Beinen fest und bilden ein Nest mit ihren Körpern, den sogenannten Biwak. Im Inneren ruhen die Königin und die Larven gut geschützt, umgeben von Millionen Arbeitern und Soldaten. Manchmal bleibt das lebende Biwak ein paar Tage lang an derselben Stelle, wenn dort viel Nahrung zu finden ist. Auch während der Eiablage zieht die Kolonie nicht weiter, denn die Eier sind sehr empfindlich und schwer zu transportieren. Aber jetzt ist die neue Generation im Larvenstadium und so setzt sich die Kolonie jeden Morgen wieder in Bewegung. Je weiter sie wandern, desto größer sind ihre Chancen, Nahrung oder einen sicheren Übernachtungsplatz zu finden. Aus diesem Grund vermeiden sie Umwege. Stößt der Voraustrupp auf ein Hindernis, bildet er gemeinsam eine Art lebenden Teppich für die nachfolgenden Tiere. Diese Abkürzung ist eine große Hilfe für jene, die die Larven transportieren, soll aber vor allem sicherstellen, dass die Kolonie zügig vorankommt. Es gilt, jedes Hindernis, sei es ein Ast, ein Erdloch oder eine Pfütze, möglichst ohne Zeitverlust zu überqueren. Dank der kleinen Brücken und Stege, die ihre Geschwister unter ihren Füßen bauen, marschieren Wanderameisen fast immer in einer geraden Linie.
So muss nicht jedes Tier einzeln die tausenden Hindernisse auf dem Waldboden bewältigen. Mit dieser Strategie kommt die Kolonie rund 2 bis 3 Mal schneller voran, als wenn jeder für sich allein kämpfen würde. Ameisenkolonien lassen sich kaum aufhalten und können dabei unglaublich aggressiv werden. Einige Arten überwältigen Angehörige anderer Staaten und versklaven sie bis zu deren Lebensende als Arbeiter. Aber trotz ihres hohen Entwicklungsgrads, Ameisen waren nicht die ersten, die die Vorzüge des Lebens in einer Gemeinschaft erkannten. Schon Millionen Jahre vor ihnen hatten bereits Termiten den Grundstein für ein soziales Miteinander gelegt, um zu überleben. Termiten werden oft mit Ameisen verwechselt. Dabei sehen sie völlig anders aus. Während Ameisen eine wespenähnliche Taille haben, sind Termiten eher mollig und haben überhaupt keine Taille. Die beiden Arten gehören völlig verschiedenen Ordnungen von Insekten an, die nicht näher miteinander verwandt sind. Ähnlich sind sie sich darin, dass sie beide klein sind, zahlreich vorkommen und oft unterirdisch leben. Allerdings sind Termiten anders als Ameisen extrem lichtscheu und setzen sich nur im äußersten Notfall der Sonne aus. Außerdem würden sie niemals wie Ameisen in langen Märschen auf Nahrungssuche oder Erkundungstour gehen. Noch dazu sind Termiten strikte Vegetarier. Sie ernähren sich rein pflanzlich, zum Beispiel von selbstgezüchteten Pilzen. Aber eine weitere Gemeinsamkeit mit den Ameisen ist, dass sie in großer Zahl in riesigen, selbstgebauten Unterkünften leben. Termitenhügel bestehen hauptsächlich aus Erde und zerkautem Pflanzenmaterial, das von Kot oder Speichel zusammengehalten wird. Dass ein Großteil der Termitenbehausung oberirdisch liegt, bietet große Vorteile bei der Regulierung des Klimas im Inneren. Vor allem pilzzüchtende Termiten müssen streng auf Temperatur, Sauerstoffgehalt und Luftfeuchtigkeit im Bau achten. Dafür werden ständig kleine Kanäle geöffnet oder geschlossen, um den Luftstrom nach Bedarf anzupassen. Die Termiten kontrollieren und formen ihre Umgebung, also ähnlich präzise wie wir Menschen. Und sie brauchen weder Strom dafür, noch verschmutzen sie die Umwelt. Neben Termiten und Ameisen leben auch Wespen und Bienen in Staaten, in denen jedes Mitglied seine feste Aufgabe hat. Wespen sind zwar eng mit Ameisen verwandt, aber ihre Städte sind etwas weniger komplex. Die Nester sind in der Regel kleiner. Und im Wespenstaat gibt es meist nur 2 Kasten, die sich fortpflanzt und jene, die arbeitet. Königinnen und Volk. Anders als ihre engen Verwandten legen Wespen meist keine Tunnel an, sondern erbauen ein wabenförmiges Nest.
Es besteht aus einer Art Papier, das die Tiere aus zerkautem Holz und Speichel herstellen. Ein Bienenstock ist da schon etwas ausgefeilter. Die Tiere legen ihr Nest ebenfalls in Sechsecken an. Schließlich ist diese Bauart sehr stabil und platzsparend. Allerdings bestehen die Waben im Bienenstock nicht aus Papier, sondern aus Wachs. Schließlich soll Honig darin gelagert werden. Außerdem produzieren die Tiere in ihrem Honigmagen 13 verschiedene antibiotische Milchsäurebakterien. Die Waben sind also nicht nur sauber, sondern praktisch desinfiziert. Schädliche Bakterien haben im Bienenstock keine Chance. Der große Vorteil am Zusammenleben in einer Gemeinschaft ist es, dass Fehler einzelner Insekten, sei es beim Nestbau oder in der Betreuung des Nachwuchses, keine schwerwiegenden Folgen für die Kolonie haben. Denn hier ist nie nur einer für eine Aufgabe verantwortlich, sondern immer die gesamte Gruppe. Verglichen mit den meisten anderen Lebewesen haben staatsbildende Insekten dank ihrer evolutionären Anpassung auf lange Zeit wohl die besten Überlebenschancen. Als ebenfalls soziale Wesen können wir Menschen nur hoffen, dass wir das mit ihnen gemeinsam haben. Insekten sind die mit Abstand artenreichste Klasse aller Tiere. Und jedes Jahr werden 7000 neue Arten entdeckt. Bisher hat der Mensch rund 1 Million Spezies identifiziert. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass es bis zu 80 Millionen Insektenarten geben könnte. Eine realistische Schätzung könnte in etwa bei 5 Millionen liegen. 5 Millionen Möglichkeiten, geboren zu werden, zu fressen, zu kommunizieren, Nester zu bauen, sich zu paaren und zu jagen. Viele sind der Meinung, dies sei das Zeitalter des Menschen, so wie das Mesozoikum das Zeitalter der Dinosaurier war. Aber wir überschätzen unsere Bedeutung gewaltig. Der Mensch hat schon immer im Zeitalter der Insekten gelebt. Sie sind es, die unseren Planeten beherrschen.